everybody loves, everybody likes, everybody wants to be with you. Sometimes I remember those letters of love on a little, little, little piece of paper. There was a time where rumors became your fate. Everybody knows, everybody lies, everybody's nasty about you. With all the shit that's going on behind your back, everybody knows, everybody knows, everybody knows. Everybody knows, everybody lies. Wir sind Miss Ari und spielen euch mal ein paar neue Songs, die ihr überall hören könnt. Der nächste ist Gone. Geht über eine Freundin bzw. die Beziehung zu ihr, die irgendwann mal zu Ende gegangen ist. Viel Spaß. Lies. Ask a crush I had.
ist ja eigentlich sehr spät. Ich liege normalerweise um die Zeit schon im Bett. Nein, Quatsch. Wir sind sehr froh, hier zu sein heute und dass der Seppel so eine coole Aktion hier macht mit dem Newcomer TV. Ich finde es auch sau cool, was für Bands heute da waren. Mega geil Line-up. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, hier sein zu dürfen. Und wir freuen uns über jeden, der gerade zuschaut. Wenn ihr zuschaut, lasst doch einen Kommentar da, dass wir im Nachgang mal ein bisschen gucken können, wer alles da war. Der nächste Song heißt Feathers und ist eigentlich über das letzte Jahr, was total verrückt, im positiven Sinne verrückt war. Viel Spaß! Yeah, I mean, it's really hard to see, and I get that, but it's not a lake of feathers, it's a lake of thorns. That's what you think, but that's not the thing, man, it's quite the opposite. Das war Feathers, auch von der neuen Platte. Der nächste heißt Jane, ist von der alten Platte. Und es sollte mal eine Liebesgeschichte eigentlich werden. Und irgendwie wurde ich davon überzeugt und habe wahrscheinlich auch zu viel Krimis geguckt und True Crime und habe daraus ein Psycho gemacht, in Songformat. Thank you.
give her a nasty smile. You know too well how this night is gonna end. A dusty motel isn't the greatest spot to start a new day again. It's a fervent promise she finds in this raging storm. There is no one to cry to, no place to call home. Was there ever a choice for you? Her drunken gaze, this tall figure appears more and more blurred. Come and save me, save me from my mind. Take my searching for a new kid after this long red betrayal. That small town girl next to him seems like an easy prey. He knows too well how this night is gonna end. A chance for him to see an innocent heart bleed. Das war Jane, der Psycho. Also Jane ist nicht der Psycho, das ist die Dame, die vom Psycho entführt wird. Verführt wird. Ja, der nächste Song heißt Take My Hand. Das ist mal ein Song, den ich an mich selbst geschrieben habe. Ich schreibe irgendwie immer über jeden anderen und für jeden anderen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich sollte mir auch mal selber so eine kleine Notiz geben.
dass man manchmal sich selber im Weg steht und der eigene Feind ist. Der nächste Song heißt Take My Hand. Stimmen muss man auch mal zwischendurch. Vor allen Dingen mit Capo an der E-Gitarre. Liebe ich ja. Stimmt man, kann man gerade wieder stimmen. Der nächste Song. Danke, Luki. Gerne, gerne. Heißt Ghost. Nee, passt schon. Ruhig ein bisschen. Wie vorhin schon gesagt, neue Platte, direkt uns anschreiben, Instagram, Facebook, alle Kanäle, Spotify, überall verfügbar. So, Ghost. Chaka.
Dankeschön. Das war der Walzer, wie beim Streiten. Mal hin, mal vor, zurück. Wieder gut miteinander, wieder schlecht miteinander. Ja, wir sind auch schon beim letzten Song angelangt. Witzige Geschichte, heißt Misery. Ist der erste Song, den wir im Bandkontext instrumental in der Bandprobe geschrieben haben. Und 3 Monate lang gesucht nach einem Bandnamen und irgendwann dachten wir uns, okay, wir nennen uns einfach Miss Airy, weil Misery unser erster Song war. Und es hat keiner geoutcht, dementsprechend Misery. Mit Miss Airy mit Misery. Troopers marching in raving madness. They don't seem to give up. Buried under your words, I wish you'd never.
misery. To misery. Chris, wir können loslegen. Tonmäßig ist alles klar. Hallo, ihr Menschen da draußen. Wir sind ja so aufgeregt hier an den Bildschirmen. Und willkommen bei der 6. Newcomer TV-Nacht hier aus der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses. Und es waren schon so tolle, wahnsinnige Konzerte heute Abend. Und überhaupt, die Emotions sind gerade, ich weiß gar nicht, im Dreieck gesprungen hier. Das kriegt ihr natürlich alles nicht so mit da draußen an den Bildschirmen, weil vieles läuft Backstage im Verborgenen. Und wir würden uns total wünschen, dass ihr alle hier wärt. Und ihr könnt auch mit uns kommunizieren, nämlich über den Chat, der neben dem Livestream läuft. Da könnt ihr klatschen, Herzchen reinschmeißen und vor allen Dingen ihr könnt sagen, wir sind total in Vanessa und Lukas verliebt. Und da bin ich auch gerade direkt, das passiert schon, das ist super, da bin ich auch direkt bei meinen Gästen. Willkommen hier zur Newcomer-Nacht. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, hier sein zu dürfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch, weil das kriegen ja auch die Leute da nicht so mit, es ist ja immer eine schwierige Situation, wenn man sich dann an einem neuen Ort befindet und die Technik einchecken muss und dann mit der Technik, also mit den Haustechnikern kommunizieren muss und man hat nicht viel Zeit. Wie ist das so, der Soundcheck vor so einem Auftritt, Vanessa? Wie geht's euch da als Band? Man ist erstmal konzentriert und will den Techniker natürlich nicht durcheinander bringen und immer gucken, erst einer nach dem anderen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn jeder so ein bisschen nervös ist und denkt, oh, da ist aber irgendwas zu laut jetzt geworden, das ist bei mir zu laut geworden. Vor allen Dingen, ihr seid ja total, sage ich jetzt mal, neuralgisch mit der Technik, also mit dem Tonmann, unserem Super Chris, verbunden, weil ihr habt alle in ihr Monitoring. Ah, der Gitarren-Amp brummt, das war gerade der Chris. Einen universellen Applaus für Chris, Dank, Chris, der hier für den wunderschönen Ton sorgt. Ihr könnt natürlich hier im Raum auch klatschen für den Chris. Danke, Chris! Und das heißt, in ihr Monitoring, das ist natürlich so ganz anders wie eine Boxenbeschallung und das kann dann manchmal auch sehr laut sein im Kopf, oder? Ja. Also mit Feedbacks und so. Ja. Ja. Aber ihr habt euch dafür entschieden und es macht euch glücklich. Also auch irgendwie unabhängig von den Raumsounds und von irgendwelchen Echos aus der Halle oder so. Ihr seid da sozusagen immer in eurem eigenen Raum. Aber wir wollen nicht über die Technik reden, über das Monitor. Weil ihr seid mit einem aktuellen Album, ganz neu, das dampft noch fast, ein neues Baby hier. Worum handelt es sich? Was ist für ein Album? Was dürfen wir erwarten? Ja, das nennt sich Featherlized, ist seit Ende August auf allen Streaming-Plattformen und auch als CD bei uns erhältlich. Und es sind gemischte Songs aus persönlichen Erfahrungen und Lebensabschnitten, die man so mitgemacht hat. Im Grunde genommen seid ihr seit 2017 zusammen. Eigentlich hieß das irgendwann mal Nessie Allen. Das war die sozusagen Begleitband von diesem Nessie Allen-Projekt. Und dann habt ihr gesagt, nee, wir machen eine Band daraus. Fast richtig. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer, also beziehungsweise im Frühjahr gegründet. Ich war im Studio bei Buddy Neumann im Jutz damals noch und habe meine erste Platte aufgenommen. Und er hat mich mit Leuten zusammengebracht und dann haben wir uns erstmal für Nessie Allen
für mein Soloprojekt als Liveband entschieden und während des Sommers haben wir ganz schnell festgestellt, wir wollen eine richtige Band draus machen. Also ihr wart gleich in love. Ja. Das ist im Grunde genommen hochgegangen, wir haben uns verstanden und es war dann zum Schluss einfach, lass mal nicht nur hier Begleitband für Soloprojekt, sondern lass mal richtig Band, Songs zusammenschreiben, Auftritte gemeinsam und dann hier das Platte machen. Ja, das ist das Wichtigste. Ich kenne auch, habe ein wunderbares Video gesehen, was ihr auch im Umfeld von Buddy Neumann im 2010 da in diesem Wohnzimmer aufgenommen habt. Wie war das? Wie kam das zustande? Ja, wir wollten einen Song auf jeden Fall mit einem Video versehen, dass wir wenigstens irgendwas Visuelles haben. Und von der alten Platte war das ja das Dry Country Video. Das hat uns der Yannick Bill aus dem Schanz gemacht. Für das Video wollten wir einfach mal Performance machen, weil wir von lauter Leuten gehört haben, ihr seid gar nicht im Video zu sehen, macht doch mal, dass ihr auch drin seid. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt nur uns im Video. Ja, war ein cooles Video geworden. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Buddy hat es gefilmt und Timo und ich haben es geschnitten. Guter Mann, gute Leute. Ja. Wie geht es weiter bei euch 2022? Wir wissen nicht genau, G1, also G2 oder G3, das ist ja eine krasse Diskussion im Augenblick entstanden. Wie steht ihr dazu? Was ist euch am liebsten? Was wäre euch am liebsten? Oder habt ihr da keine wirklich klare Meinung dazu? Also unsere Meinung ist eigentlich schon sehr klar, dass wir einfach gerne auch wieder live spielen wollen und auch alles unterstützen und uns an alle möglichen Richtlinien halten, damit man in irgendeiner Form wieder ein bisschen lockern kann alles. Ich meine, wir sind auch alle zusammen geimpft. Das war unser Glück. Jeder hatte irgendwie einen Impftermin, unabhängig von, genau. Dementsprechend freuen wir uns natürlich riesig. Aber ich kenne auch die negativen Seiten von diesem 2G, dass das so ein bisschen die Gesellschaft wieder spaltet. Natürlich. Und man diese, es ist sehr kritisch, das Thema. Das Album, wo kriegen wir das? Es ist auf den Streaming-Plattformen, aber wo kann man es kaufen, wenn man es haben will? Bei uns direkt. Also ihr könnt direkt zu Hause bei dir, man kann klingeln und so einen Salatkopf mitbringen und so Gemüse tauschen. Ich habe Hasen, also die freuen sich über Gemüse. aber ihr könnt uns auf Instagram, auf Facebook anschreiben. Unter Miss Ari. Miss Ari, genau. Miss Ari Band. Miss unterstrich Ari unterstrich Band. Genau, auf Instagram. Und in Facebook auch Miss Ari. Und einfach deine persönliche Nachricht. Oder auch Gigs. Habt ihr ein spezielles Programm für heute Abend euch ausgedacht, zusammengestellt? Oder ist es so euer normales Tourprogramm, wo ihr mit einem Sattelschlepper, 40 Sattelschlepper und so schon unterwegs seid in Europa? 40 reichen nicht. Nee. Also wir haben 30 Minuten ja nur. Dementsprechend haben wir, genau, deswegen haben wir gesagt, gut, wir müssen ein paar Songs rauskicken. Und spielen euch jetzt 6 Songs von unserer neuen Platte und einen Song von der alten Platte. Cool, da freue ich mich total und die Menschen da draußen auch, die scharen alle schon mit ihren Füßen. Geht bitte an eure Instrumente und macht euch schon mal klar, weil wir legen gleich los. Ich rede noch kurz, du möchtest noch was sagen? Nee. Also ich dachte, du wolltest noch deine Schwester grüßen oder deine Freundin oder ich weiß nicht. Nein, aber ich habe ziemlich viele Freunde von mir sind gerade auch im Livestream dabei, deswegen, die haben schon gesagt, sie wollen ein Close-Up vom Bass sehen, also irgendwie. Auf jeden Fall, kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Also ich wünsche euch viel Spaß, ihr könnt schon an eure Instrumente gehen, Mikros aufstecken, Gitarren in die Hand nehmen, Schlagzeugstöcker irgendwie schnitzen und loslegen. Und ich möchte euch Menschen nochmal daran erinnern, wenn ihr auch hier bei der Newcomer TV-Nacht mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an radio@virusmusik.de und dann kriege ich das und dann setze ich mich mit euch in Verbindung und ich hoffe, dass wir dann uns hier demnächst auch mit eurer Band sehen. Jetzt möchte ich einen Riesenapplaus von euch aus dem Universum für Miss Ari!